Huch, was bist du denn? Unbekannte Kreatur. Husch, husch, geh weg. Hui, hui. Die sieht ja richtig boah aus. Naja. Ihr seht eine große, dunkle Gestalt am Straßenrand stehen. Sie starrt euch direkt in die Augen. Naja, wie der Enderman sieht es nicht aus, aber... Starrt zurück! Greift an, ignoriert ihn. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal zurückstarren? Oh je. Eure Helden starren zurück! Etwas Zeit vergeht. Starr, starr. Wir sind alle ganz starr. Gut. Die Helden sind eingeschlafen. Sie, die Kreatur ist verschwunden und hat keine Spur hinterlassen. Gruselig. Okay, dann reisen wir mal fort. Aber ich finde das schön, diese kleinen Nebengeschichten und sowas. Ein langer Lulatsch. Du kommst mir bekannt vor. Also wenn ich mir mal so die Mitentwickler anschaue, ne, in dem Spielchen hier so. Ich glaube, der tobt da mit drin rum. Also könnte ja sein. Ein freundlicher dreinblickend, oh, ist auch ein schön Altwort, ey. Langer Lulatsch steht am Rand der Straße. Ja. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ihr seht ein wenig müde und abgekämpft aus. Kann ich euch etwas zu trinken anbieten? Ich kann euch diverse köstliche Getränke anbieten. Welches davon sagt euch am meisten zu? Oh, wähle das Bier. Wähle die Ziegenmilch. Also Milch trinke ich an sich schon gern, aber ja. Obwohl, da gibt es ja auch immer diese Laktoseunverträglichkeiten und sonst was. Nein, man weiß ja nicht, ne? Aber mittlerweile gibt es ja auch laktosefreie Milch. Vielleicht gibt es ja auch laktosefreie Ziegenmilch. Wer weiß es. Greift ihn an. Lehnt dankend ab. Ziegenmilch. Muss ich? Ich nehme dann lieber ein Bier. Also ich bin ja kein Alkoholiker oder so. Also ja, was heißt Alkoholiker? Ich trinke nicht sehr viel Alkohol. Nö. Wisst ich nicht. Brauche ich nicht. Ist halt so. So, also höchstens mal auf einem Geburtstag oder so, aber das war's dann auch schon. Oder mal in einem schönen RPG. Eine vortreffliche Wahl. Meine Freunde. Oh my goodness. Ich guck noch aus dem Fenster. Ach nee, sag mal, wird das schon wieder dunkel draußen? Das gibt's doch nicht. Es ist doch erst... Meine Güte, es wird wirklich dunkel. Ich sehe nicht mal mehr meinen Wecker. Was ist es denn? 16.42 Uhr. Ja, ich liebe den Winter. Dieses Bier wurde von einer Familie gigantischer Zwerge gebraut. Gigantischer Zwerge, das klingt cool. Manche unter ihnen waren so groß wie normale Menschen. Kaum zu glauben, oder? Okay. Das Bier hier wird übrigens Langer Zwerg genannt. Ja, ja. Ich weiß, Zwerge sind nicht besonders kreativ, wenn es um Namen geht. Okay. Interessant. Wir bekommen noch mehr XP. Das freut uns sehr. Tschüdelö. Ja. Ist doch hübsch, was für nette Menschen man nicht überall begegnet.
So, und da sind wir wieder bei Serina, die sich doch sehr freut, dass wir die Goblins hier mal eine Lektion verpasst haben. Ihr habt also die Monster und Banditen besiegt. Gut gemacht. Dann müssen die Bauern vorerst keine Angst mehr haben. Hier, das soll ich euch als Belohnung geben. Kriege ich jetzt noch eine Mistforke? Mir ist da eine Idee gekommen. Als ehemalige Abenteurerin könnte ich vielleicht eine Art Netzwerk errichten. Aufträge zwischen Helden und Bedürftigen vermitteln. Ja, ist doch, Netzwerke sind immer was Feines, also. Und wir bekommen ein Feuerbuch. Wie schön. Erfolg freigeschaltet. Helden in Training. Okay. Schließe deine erste Quest ab. Bitte was? Ja, ich denke mal, das kommt jetzt von dem Update, das jetzt Steam auch mitspielt. Quasi. Vorher hatte das nicht getan. Und da ich jetzt eine Quest abgeschlossen habe, ist er aber auf die erste irgendwie gegangen. Ja. Ja, und jetzt gehen alle durch. Die Bank hier, noch mehr. Gib's mir. Erfolg freigeschaltet. Pro. Staying alive. Bleib am Leben. Überlebe drei Dungeons hintereinander, ohne zu sterben mit deinen Helden. Und neuer Held freigeschaltet. Assassine. Oh. Eine Meuchelmörderin. Mensch. So. Wir haben gerade drei neue Errungenschaften bekommen. Ist das nicht herrlich? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen noch ein wenig hier spazieren, vielleicht noch mal in die Taverne oder so. Und ja, heizen so ein wenig am Lagerfeuer auf und solche Dinge. Und genießen das schöne Dorfleben, während wir ein Päuschen machen und bedanken uns fürs Zuschauen. Und hoffen doch, dass ihr auch bei der nächsten Reise wieder dabei sein werdet. Und mal sehen, in welche Dungeon wir dann müssen. Also denn, see you later.